Nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Heute am Donnerstag haben wir eine Thematik, die uns alle betrifft, die uns alle sehr gut führen und leiten kann und die uns immer wieder neue Dinge vermittelt. Apropos neue Dinge, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, möchte ich nochmal die Zuschauer hinweisen, 5 Bewerber haben wir bereits auf das Thema Zeige deine Kunst. Wenn die Regie das mal kurz einblendet, darum geht es und heute können Sie es auch richtig sehen. Es geht darum, eine Live-Vernissage zu machen und zwar immer hinter mir, das sehen Sie jetzt live, steht die große Blume des Lebens. Dort können Künstler ihre Kunstwerke präsentieren. Morgen beginnen wir das und zwar offiziell und ganz toll mit der Vorstellung eines Künstlers, der seine Kunstwerke auch präsentiert. Sie können sie anliefern und so weiter. Schauen Sie sich das an. Steht bei uns auf der Website unter Projekte und würde mich freuen, wenn viele auf uns zukommen, die ihre Kunst hier präsentieren wollen. Melden Sie sich über E-Mail oder rufen Sie mich an. So, und schon sind wir wieder da. Ich hatte eben im Anfang gesagt, wo es darum geht, den Menschen Wege aufzuzeigen, Dinge und Lösungen zu präsentieren. Und er hat ein tolles Motto und das heißt Schluss mit Frust. Herzlich willkommen, Fritz Dominik Buri. Ja. Guten Abend, liebe Zuschauer, lieber Norbert, recht herzlichen Dank und danke, dass ich heute in der Sendung sein darf. Und es stimmt, das ist das, was ich mir gesagt habe, das ist mein Lebensmotto auch, Schluss mit Frust. Ist ja eines, was sehr, sehr förderlich ist, denn wahnsinnig viele Menschen sind gefrustet. Aber jetzt ist der Dominik Buri ja nicht auf die Welt gekommen als Coach, sondern er hat ja einen Lebensweg. Wie bist du dazu gekommen? Was hast du denn bisher so gemacht? Richtig, das stimmt, Norbert. Ich habe mich schon lange damit beschäftigt, schon viele Jahre. Was macht es eigentlich? Was sind die Geheimnisse des Lebens? Was ist der Unterschied? Warum sind die einen Leute erfolgreich und glücklich? Warum sind andere frustriert? Sind sie unzufrieden? Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und bin dann nach und nach bin ich in die verschiedenen Thematiken reingegangen, eben auch Mentaltechniken, das auch Motivationstechniken, NLP und so weiter und so fort. Habe dann auch eine Ausbildung gemacht als Life-Coach. Das hört sich jetzt so riesig an als Life-Coach. Das soll eigentlich nichts anderes heißen. Ich befasse mich mit der Thematik des Lebens, der Funktionsweise des Spiels, die Spielregeln des Lebens. Das ist mir wichtig und deswegen, wenn ich erst mal weiss, wie gewisse Dinge funktionieren, kann ich auch Gegensteuer geben und dementsprechend habe ich es in der Hand, wie ich mein Leben bestimmen kann. Also weg vom irgendwie vom starren Denken, sondern hin zu dem, was ich eigentlich will, was meine Bestimmung, was mein Wunsch ist und so weiter und so fort. Und so bin ich dann nach und nach, hat eins zum anderen geführt. Mhm. Dann habe ich auf deiner Homepage gesehen, die schauen wir uns gleich mal an, dass die Zuschauer auch wissen, wo sie nachschauen können. Das ist die Homepage von Fritz Dominik Buri. Da steht auch so ein toller Satz, don't worry und frag Fritz Dominik Buri. Jetzt lese ich da auch noch in deiner Vita, habe ich das irgendwo gesehen. Du hast sogar irgendwann mal Hotelier gelernt. Du bist richtig, eidgenössisch diplomierter Hotelier. Ja. Ah, SGR-Tag mit dem Alexander Vitocco ist ja auch ein Thema. Da haben wir ja den richtigen Mann da. Ja. Wir kommen später nochmal auf deine Homepage, aber wir wollen erst einmal so ein paar andere Sachen noch wissen. Wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen, mit diesem ganzen Thema Frust, war das für dich so eine Sache aus deinem Beruf, aus deinem Alten heraus, wo du sagst, Mensch, jetzt muss ich mal in eine andere Richtung gehen und warum fühle ich mich nicht wohl in dem, was ich mache? War das so ein Eigenantrieb oder kam das von der anderen Seite?
Das ist schon von mir immer ein eigener Antrieb gewesen. Schon in jungen Jahren hatte ich immer Ideen, Visionen. Und da habe ich mich einfach damit dann beschäftigt und habe geschaut, okay, was kannst du machen? Es ist ja immer eine Sache von jeder Person selbst, was er aus seinem Leben machen will. Und ich habe mir dann gesagt, okay, was kannst du machen, dass es dir gut geht. Ich muss vielleicht auch hier sagen, ich habe das schon immer, du hast es vorhin angesprochen, Norbert, Gastronomie. Ich habe auch da immer Lehrlinge ausgebildet und ich habe bei mir dann selber gemerkt, es liegt mir das Vermitteln von Wissen, ich gebe das auch gerne weiter. Ich mache das auch gerne für Leute, die natürlich wollen und offen sind. Und bei mir war das auch so, das ist ja heute noch, ich zähle mich zu den Suchenden. Was heisst das Suchenden? Das sind eben die Spielregeln des Lebens. Wie funktionieren die? Ich sage immer, Norbert, ein einfaches Beispiel. Nehmen wir mal einen Safe. Bei einem Safe hast du eine Kombination. Mhm. Wenn du die Kombination weißt, dann kannst du den Safe einstellen, simsalabim, und der Safe geht auf. Jetzt hast du aber die Kombination nicht bei dem Safe. Da kannst du rumschräubeln und rumdrehen, wie du willst. Der Safe bleibt zu. Und genauso ist es auch bei uns mit dem Denken, mit dem Fühlen, mit dem Handeln. Wenn ich weiss wie, wenn ich die richtige Kombination habe, simsalabim, ich kriege das im Leben, was ich will. Ich meine, beim Safe gibt es noch eine Alternative, der Panzerknacker. Das ist natürlich, ja, aber das ist genau, das ist natürlich die Panzerknacker-Methode, das ist richtig. Aber was auch dazu sagen ist, mit Gewalt, sicher, man kann vieles mit Gewalt erreichen. Aber das ist ja nicht das, was man will. Sondern ich sage mir immer, ich habe bei mir zu Hause im Büro einen Post drauf gemacht, respektive das ist nur ein Spruch, working smart. Das heisst, wie kann ich also angenehm die Dinge kreieren und erreichen, die ich gerne hätte? Nicht mit Murks. Also, dann ist natürlich auch die Panzerknacker-Methode die falsche im Leben anzuwenden. Genau. Weil wir wissen ja auch, Gewalt provoziert Gegengewalt, Druck provoziert Gegendruck. Korrekt. Also, solange ich auf diese Ebene gehe, muss ich immer damit rechnen, dass es irgendwann Stress gibt. Egal auf welche Art, wenn wir uns in die Schiene Gewalt oder Druck begeben. Jetzt hast du ja eine ganz andere Thematik angegangen. Schluss mit Frust heißt ja letztendlich, dass es, also ich sag mal, von unseren Zuschauern schätze ich mal 80% betrifft, die irgendwo über diese Dinge, die heute laufen, gefrustet sind. Stimmt. Und ich kann es auch denen nicht verdenken. Ich sehe das an den vielen E-Mails, die ich bekomme, wo die sagen, und überall ist doch nur Mist, und dort ist Mist, und da ärgere ich mich, und hier ärgere ich mich. Und das ist dieser Teufelskreis mit Übersäuerung und schlecht drauf sein und bis hin zu Depression ja. Irgendwann. Jetzt sitzt der Mensch daheim vor dem Fernseher und sagt, ja, ist alles toll, was der Fritz Buri da sagt, aber wie komme ich denn aus dem Teufelskreis raus? Ja, wie komme ich aus dem Teufelskreis raus? A, dass ich mir bewusst werde, ich will was ändern. Das ist einmal grundlegend. Das Bewusstsein dafür zu haben. Und ich habe viele Leute, die kommen zu mir, weil sie eben mit den Umständen nicht zufrieden sind. Sei das in der Beziehung, sei das im Job, sei das finanziell, sei das mit ihrer Figur, mit ihrem Aussehen. Und was sehr entscheidend ist, und das habe ich bei mir auch gelernt, viele Leute haben immer das Gefühl, man muss erst die Dinge im Außen ändern, bevor sich was verändert. Dabei ist es umgekehrt, ist es so, will ich die gewünschte Veränderung im Außen, muss ich erst bei mir schauen, die gewünschte Veränderung hervorführen. Und das geht wieder über das Denken und über das Fühlen. Denn das, du kennst das selber, Norbert, wenn wir einen Gedanken haben, der Gedanke erzeugt ein Gefühl, das Gefühl erzeugt eine Handlung und die Handlung führt zum Resultat. Bin ich also mit meinen Resultaten im Leben nicht zufrieden, muss ich also die Handlungen verändern, folgedessen andere Gefühle und andere Gedanken haben. Wow, da ist ja mal einer, der zu den Ursachen geht. Das hört man ja heute ganz selten. Das werden ja meistens Symptome behandelt und keine Ursachen. Ja. Nein, das ist bei mir sehr wichtig, Norbert, dass die Leute, mit den Leuten, die ich zusammenarbeite, unterschätze die Leute an mir. Ich bin keiner Motivation, Jubel, Trubel, alles wunderbar.
am nächsten Tag sitzen sie wieder da und sind gleich weit, sondern ich will helfen den Menschen, dass sie wie mir langanhaltende Veränderungen, tiefgreifende Veränderungen, Veränderungen im Denken, im Fühlen und im Handeln. Um das geht es mir. Und deswegen ist es sehr wichtig, das ist natürlich immer mit Arbeit verbunden. Und was viele Leute auch zu mir kommen und die wollen dann etwas verändern. Und dann sagen sie mir, Herr Puri, gibt es nicht irgendwo das Allerheilsmittel? So quasi, dass ich morgen ein anderes Leben habe, dann sage ich sie, wenn sie das haben, dann geben sie mir Bescheid. Dann mache ich sofort mit. Aber Spass beiseite, es ist... Vielfach sind es ja auch die kleinen Dinge, wo man anfängt. Die kleinen Dinge, das sind zum Beispiel, dass ich mal ein nettes Wort für jemanden übrig habe. Zum Beispiel die Verkäuferin an der Kasse, dass ich für die ein nettes Wort habe. Oder das geht weiter. Zum Beispiel vor 2 Wochen war ich in der Stadt Zürich Feierabendverkehr und da hat es an ziemlich wichtigen Verkehrsstellen hat's geknallt und alles so 5:30, 6 zur Rush-Hour-Zeit. Oh, besonders toll. Genau. Einfach, es ist nichts mehr passiert, der ganze Verkehr ist lahmgelegen. Und dann ist es wieder wunderbar, wie ich die Leute beobachtet habe im Auto drin. Die einen haben einfach gesagt, ja okay, es ist jetzt so. Was will ich? Andere sind dann frustriert gewesen, haben dann, wenn wieder irgendwo einer reingedrängt hat, haben sie gehupt. Ich habe gesagt, ja und jetzt die paar Meter, deswegen kommst du auch nicht schneller vorwärts. Und auch da bei diesen Dingen, wissen Sie, sage ich immer den Leuten, es gibt Dinge, die könnt ihr nicht ändern. Aber ihr könnt bei euch sehr viele Dinge ändern. Zum Beispiel, wenn jemand unzufrieden ist mit der Regierung, ja okay, das kannst du jetzt nicht verändern. Oder wenn es wieder lange auf der Autobahn wenn gebaut wird, wenn die Leute wieder über die ellenlangen Staus und Baustellen jammern und fluchen. Okay, die Dinge, da habe ich bei mir selber festgestellt, die Dinge kannst du nicht ändern. Was ich mir aber sage, okay, da ist jetzt eine Baustelle, da entsteht was Schönes. Zugegeben, manchmal dürfte es auch ein bisschen schneller gehen, das stimmt. Aber ich sage mir dann auch auf der anderen Seite, auch das braucht seine Zeit, bis die Autobahn fertig gebaut ist. Dafür haben wir nachher wieder eine schöne Autobahn. Also nehme ich doch die Situation an, so wie sie ist. Das heißt, also, ich lasse mich nicht frusten durch Umstände, die ich eh nicht verändern kann. Genau, richtig. Mein Gut, bei der Regierung bin ich ein wenig strittig, da kann man zumindest ein Referendum machen oder sonst irgendwas. Richtig, da ist zum Beispiel, oder wenn ich dir ins Wort falle, das ist korrekt. Ich sage auch immer den Leuten, wenn euch irgendetwas nicht passt, wir wohnen ja in einem demokratischen Land, dann bitte schön, macht was, aber jammert nicht. Zum Beispiel, das ist genau das da, die Abzocker-Initiative ist jetzt gerade sehr aktuell in der Schweiz gewesen, also jetzt ist es inzwischen ist es angenommen, aber das ist jetzt auch der Thomas Minder, oder Thomas Minder heisst er, der hat jetzt auch gesagt, hey, das stört mich. Also ändere ich was. Ja. Und ich habe jetzt gestern auch gesehen, gestern war einer bei mir, jetzt darf ich leider nicht unterschreiben, weil ich ja nicht den Schweizer Pass habe, mit dem Thema Nein zu 100 Franken für die Vignette. Das heißt, auch da haben sich Menschen gefunden, die haben gesagt, nö, das passt uns nicht, das ist zu viel Geld für das. Und wir wollen das nicht, was die Regierung will, also begehren wir auf, indem wir eine sogenannte Unterschriftensammlung machen und dann eine Volksabstimmung irgendwann haben wollen dazu. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, die natürlich den Frust von mir nehmen kann, weil ich kann was machen. Wenn ich jetzt an zum Beispiel mein Heimatland denke, wo ich herkomme, da kann ich nichts machen, kann ich nur nicht. Ja, ja. Und alle 4 Jahre Kreuzle mache. Und das war's dann mit dem Thema Demokratie. Aber da sind wir auf einem anderen Weg. Jetzt hast du ja Programme erarbeitet, die auch in Büchern und CDs oder in E-Books zu haben sind. Richtig. Und eines davon steht hier vor uns, wenn das die Kamera mal einfangen kann. Sag uns mal ein bisschen was dazu. Mhm. Was bekommt der Zuschauer? Genau. Entschuldigung, was bekommt der Zuschauer da? Ich schreibe ja eine wöchentliche Kolumne an Happy Times, happytimes.ch, die positive Online-Zeitung. Und weil ich habe mir plötzlich mal gemerkt, du musst dein Wissen weitergeben. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Leute das Wissen haben.
Und so habe ich dann einfach mal angefangen, habe dann ein paar Zeitungen angeschrieben, meine Idee, mein Konzept ihnen mitteilt. Und dann haben sie dann zurückgeschrieben, ja, Herr Buri, das wäre gut, aber im Moment dann doch nicht. Und nein, das passt doch nicht und so weiter und so fort. Wir schreiben lieber weiter über Mord und Totschlag. Genau, schreiben wir lieber über Mord und Totschlag oder über weiss der Geier was. Und dann habe ich das einfach, ich habe dann einfach für mich die Artikel weitergeschrieben. Habe ich gesagt, okay, dann warte ich jetzt einen Moment. Und dann habe ich mal wieder geschaut, ich habe da so eine Seite gefunden, wo sämtliche Zeitschriften und x was von der ganzen Schweiz drin sind. Und plötzlich habe ich gesehen, einen Link www.happytimes.ch. Dann, oh, Happy Times, das heisst doch glückliche Zeiten. Dann habe ich die Seite aufgemacht und dann habe ich dem Herrn geschrieben, dem Benjamin Bürge, und habe ihm dann meine Idee vorgestellt. Und der war hell begeistert. Der hat gesagt, das passt genau zu uns. Einer, der eine Kolumne schreibt, eben wirklich so über positive Dinge, Dinge, die ich verändern kann. Und so hat sich dann das ergeben. Und dann, irgendwann, habe ich mir dann mal überlegt, man könnte eigentlich ein Buch daraus machen oder so ein Ringbuch oder gar eine Buchreihe, weil jede Woche, du weißt, das sind dann 52 Artikel und dann mittlerweile mache ich das schon mehrere Jahre. Und dann gleichzeitig, fast, das ist auch wieder das Denken, hat dann der Benjamin Bürge hat mir geschrieben und meint, du, was meinst du dazu, wäre das nicht eine Idee, wenn man dann ein Buch rausbringt? Und da habe ich gefunden, das ist interessant, das ist lustig, eben, wir haben die gleiche Idee im Prinzip gehabt. Und so hat sich denn das eigentlich ergeben. Also die Buchreihe «Schluss mit Frust», es heisst ja auch dann da unten «Dein Ratgeber für neue Ideen und Impulse». Es sind in den Büchern sind immer wirklich, ich schneide ein Thema an, was ist, und gebe nachher den Leuten unten immer Tipps. Also wirklich, es ist auch gedacht als Ratgeber, wo ich jederzeit wieder drin lesen kann. Du hast es auch selber gesehen, ich habe dann eine Möglichkeit, für meine persönlichen Notizen zu machen. Es ist als Anregung ist das gedacht. Dass die Leute wirklich Schluss mit Frust, es geht um die positiven Dinge, dass sich die Leute auf das Positive konzentrieren und nicht auf das Negative. Und da ist bei den meisten Leuten das Problem. Sie konzentrieren sich auf das Negative, was passiert, Bums. Sie kriegen natürlich das Negative. Und mir geht es darum, dass die Leute den Fokus auf das richten, was sie wollen, und aufs Positive. Und wenn du das sprichst machst, mir aus dem Herzen. Ja. Dankeschön. Das ist etwas, was ich oft in meiner Sendung sage. Leute, denkt über die Dinge nach, die ihr wollt, und nicht über die, die ihr nicht wollt. Mhm. Aber ich habe es an mir gemerkt, ich habe da dazu fast 10 Jahre gebraucht. Ich habe leider keinen Coach kennengelernt, der mir das hätte beibringen können. Ich habe das im Autodidaktischen gemacht. Aber es gibt heute Menschen, die das lehren können und die uns da Tipps und Hinweise geben, wie man das schneller, weil du fällst ja immer durch Emotionen, fällst du immer in ein Muster. Wupp, wupp, wupp. Richtig. Und dann geht das hinter dir auf. Der Unterbewusstsein spiegelt dir irgendwelche Bilder Korrekt. Hoch und schon ist passiert. Und wenn man natürlich jemand hat, der einem da begleitet und der einen da anleiten kann und kann mir sagen, pass auf, Schritt 1, damit anfange, Schritt 2. Und es sind ganz einfache Methoden auch. Du arbeitest vielleicht auch so mit so Erinnerungszetteln, die du an den Spiegel hängst und in der Küche hinmachst und so, dass du immer wieder, wenn du drauf stehst, oh, Moment, jetzt bin ich gerade wieder auf der alten Spur. Und dass man sich da rausholen kann aus der Geschichte. Die Bücher 3, wird es mehrere geben? Setzt du das fort? Wird das immer ergänzt? Es wird mehrere geben, das wird dann ersetzt. Und es sind dann jedes Mal, kommen dann wieder Dinge dazu, die ich dann erweitern werde. Also so, dass das im Prinzip die Buchreihe, wer weiß, vielleicht sind wir in 10 Jahren sind wir, bei Band 7 oder 8. Mhm. Richtig. Und jetzt, was ich dir noch sagen möchte, was du vorhin gesagt hast, Norbert, das ist richtig. Was ich auch arbeite mit den Leuten, das ist die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die jemand von sich hat. Ein einfaches Beispiel. Einem Jungen wird gesagt, du bist doch wirklich zu blöd, du bringst es zu nichts, aus dir wird nie was Gescheites. Kennen wir auch zu Genüge. Wenn ich dem Jungen das oftmals genug sage,
dann kriegt er mit der Zeit, wenn ich dir lang genug was sage, dann mit der Zeit verinnerlichen wir Menschen das und haben dann das Gefühl, also wir kommen zur Überzeugung, ich bin wirklich blöd, ich komme zu nichts. Der wird auch in der Schule entsprechend sich verhalten, die entsprechenden Resultate haben, Zeugnisse, Noten. Und das wird sich weiterziehen, sein ganzes Leben, auch so in der Lehre. Und da arbeite ich auch sehr stark mit Leuten, dass sie da genau diese erfolgsverhindernden Denkweisen ablegen können. Und vor allem das perfide Norbert ist bei Glaubenssätzen oder bei Verhaltensmustern, die wir haben. Ich vergleiche das immer so. Ich sage meinen Coaching-Kunden immer, passt auf, nehmt euren Laptop oder euren Rechner, was ihr gerade zur Hand habt, und ihr habt ja da drin die Software. Jetzt gibt es aber auch, dass ihr irgendeinen Trojaner auflest, ungewollt, und der Trojaner, der ist ja meistens sehr tiefgründig. Der ist ja nicht oberflächlich, wirklich ersichtlich. Und genauso ist es oftmals auch mit unseren Glaubenssätzen, die wir dann haben. Wie das Beispiel mit dem Junge. Der wird dann sein Leben einfach so weiterhin führen. Oder das ist auch zum Beispiel mit Frauen. Also wir alle haben ja solche Verhaltensmuster und Glaubenssätze. Und solange wir diesen Trojaner oder diese Glaubenssätze nicht geändert haben, mal erkennen und dann die lösen, also lösen respektive neutralisieren, ihnen die Macht quasi nehmen, die Festplatte neu updaten, um es mal so zu nennen. Mhm. Denn das ist ja dasselbe wie mit dem Rechner oder mit dem Computer. Solange ich den Trojaner oder das Fehlprogramm auf dem Rechner habe, ich kann 100-mal den gleichen Befehl ausführen, ich kriege nicht das Resultat, wie ich will. Warum? Eben der Trojaner verhindert. Genau, der Trojaner verhindert. Oder der Virus, kommt davon. Der Virus, korrekt. Und genauso ist das auch bei uns Menschen. Also es ist im Prinzip sehr tricky. Also, oder das heisst zum Beispiel, wenn jemand immer eine Partnerin hat oder einen Partner, der ihn betrügt und untreu ist, dann sind das auch Programme. Das sind aber Programme, die sind zum Teil sehr tief verwurzelt. Das gibt es auch. Also das gibt es auch, das ist so. Und da schaue ich dann wirklich mit den Kunden an, okay, was ist. Also erst schaue ich immer mal, was wollt ihr verändern? Was wollt ihr ändern? Wo wollt ihr hin? Was für eine Erwartungshaltung habt ihr? Ich führe auch sehr intensive Gespräche. Ich muss erst den Menschen seine Denkweise, seine Überzeugung, welche Überzeugungen hat der Mensch für sich? Wie denkt er persönlich von sich? Also wenn jemand keine gute Meinung von sich selbst hat, dann wird er das auch unterschwellig, wird er das weitergeben. Das heisst die Schwingungen. Ich sage immer, Leute, ihr müsst euch eins bewusst werden, es ist nicht wichtig, was ihr sagt, sondern was ihr denkt. Mhm. Denn mit unserem Denken, das sind ja Schwingungen, wie wir aussenden. Und unser ganzes Universum, das ist ja ein riesiges Schwingungsfeld. Man hat es in neuester Zeit, die Wissenschaftler, es gibt da sehr gute Bücher zu dem Thema, und zwar, sie reden da von der Urfeldforschung, eben die Energie, die Urfeldenergie, die existiert. Das ist alles elektrische Energie, man kann es mit Energie vergleichen. Und namhafte russische und italienische Forscher, Wissenschaftler haben da also Tests gemacht. Also, liebe Zuschauer, wir reden hier, das weißt du selber auch, Norbert, wir reden nicht irgendwie von New Age Gurutismus oder irgendwie von okkultem irgendwie Bockmist oder weiss der Teufel was, sondern diese Energien, die existieren. Das wissen wir ja auch über das ganze Quantenthema, genau. Morphische Felder, richtig. Morphogenetische richtig. Felder. Langsam nähern wir uns ja an. Und wie gesagt, was für mich toll ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die, und deswegen stelle ich so Menschen wie dich gern vor, die all denen, die noch nicht den Weg gefunden haben und in ihrem kleinen alltäglichen Gefängnis im Kreis rumrennen, die dann einen Ausweg gezeigt kriegen, wie sie da rauskommen aus dem. Und erst vor ein paar Tagen habe ich in der Sendung gesagt, wir kriegen alles beigebracht.
Wir kriegen, wenn wir auf die Welt kommen, Sprechen beigebracht und Lesen und Schreiben und Laufen und Fahrradfahren und mit Messer und Gabel essen und was weiß ich alles. Niemand bringt uns bei, wie wir mit unseren Gedanken, unserem Geist, unseren Emotionen und unseren Schwächen umzugehen haben. Würden wir das lernen, wären wir viel kraftvollere Menschen, weil, wie du sagst, der Geist steuert die Materie und nicht umgekehrt. Korrekt. Also müssten wir eigentlich mit dem Lernen beim Geist anfangen und nicht bei der Materie. Korrekt. Aber leider ist die Welt so, wie sie ist. Und Menschen wie du sind dazu aufgerufen, zu helfen, sie zu verändern. Also das bedeutet für den Zuschauer, er kann dich anrufen, kann mit dir einen Gesprächstermin vereinbaren. Mhm. Wenn er vor Dingen steht und sagt, ich muss in meinem Leben jetzt was ändern, aber ich renne von einer Wand gegen die andere, ich drehe mich irgendwo im Kreis. Selbst ist es auch sehr schwer, muss ich sagen. Mhm. Und dann kann er zu dir kommen, kann sich im persönlichen Gespräch, gibt es bei dir auch so solche Informationsabende, oder wo die Leute hingehen können und sich überhaupt mal noch ein bisschen näher, wie wir das hier können, informieren, was bietest du alles an, welche Möglichkeiten, Seminare. Wir haben NLP gehört, bedeutet? NLP bedeutet neurolinguistisches Programming. Und das geht darum, Neuro, das heißt der Gedanke, und Linguistik, das kommt ja von Sprache, und Programming, Programm. Also darum, es geht darum bei NLP, wie verändere ich aufgrund der Sprache mein Denken. Sehr schön. Und es gibt da wirklich sehr effiziente Methoden bei NLP. Auch das schaue ich zum Beispiel mit den Kunden an. Ich habe verschiedene Werkzeuge? Werkzeuge, genau. Danke, das Wort ist mir im Moment nicht eingefallen. Werkzeuge habe ich, wo ich dann arbeite, weil das Schöne ist ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Absolut. Und deswegen ist es auch sehr interessant, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ein einfaches Beispiel, Norbert, was du mit NLP machen kannst, das ist zum Beispiel Phobien, Ängste, kannst du beheben. Den Prozess hier zu beschreiben, das würde jetzt zu lange dauern. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir an, einer hat eine Schlammschlacht von Scheidung hinter sich, eine sehr wüste Sache. Wo das soll ja vorkommen. Genau, soll vorkommen, der bekannte Rosenkrieg und so weiter und so fort. Jetzt, die Scheidung ist schon bereits 3 Jahre vorbei, das alles ist über die Bühne gegangen, aber die Person, sei das nun der Mann oder die Frau oder beide oder wie auch immer, haben heute noch Groll und Hass und sind unzufrieden, wenn sie nur schon an die Person denken, können miteinander auch heute noch nicht miteinander kommunizieren, x irgendwas. Da geht es dann auch darum, bei NLP, dass im Prinzip die Energie oder der Hass des, dass das wie neutralisiert wird. Weil die Scheidung, die ist passé. Das kannst du ja nicht rückgängig machen. Aber was du machen kannst... Wir kommen gleich darauf, aber... Uns rennt die Zeit weg. Wir sind nach der kurzen Werbepause gleich wieder für Sie da. Ah, will der Computer heute nicht so, wie wir wollen? Lernen Sie die Vielfalt vegetarischer, veganer Küche kennen. Ein Augenschmaus, ein Gaumenschmaus, der seinesgleichen sucht. Ab 19. Mai von 10 bis 14 Uhr vegetarischer, veganer Sonntagsbrunch im Restaurant Element. Jetzt sofort anmelden, nur 30 Plätze zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie. So, und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch. Heute bei mir zu Gast Fritz Dominik Buri, ein Coach, der mit unterschiedlichen Methoden seit langem Erfahrungen umlegt auf die Menschen, die heute ihre Problematiken nicht selbst oder alleine in den Griff kriegen. Und da ist es wichtig, Menschen zu kennen, wo man hingehen kann, die einem Wege aus dem Dilemma oder aus dem geistigen Engpass, dem geistigen Kreisverkehr herauszeigen. Wir waren gerade vor der Pause stehen geblieben bei dem Thema NLP. Wir hatten den Fall mit der Scheidung, dass man Jahre später immer noch Groll hegt und man weiß nicht, dass der Groll eigentlich sich gegen einen selbst richtet. Das heißt, man tut sich selbst damit Schaden.
Und solchen Leuten können über diese, wie heißt es, neurolinguistische Programming. Genau. Genau, korrekt, oder? Das ist dann, dass dann die Leute haben dann vielfach noch Groll und irgendwie oder haben Schuldgefühle, x irgendwas. Sie können einfach nicht loslassen, oder? Sie können der Person heute noch nicht in die Augen schauen, x irgendwas. Und da haben wir dann die Möglichkeit mit NLP, wie gesagt, wir können die Scheidung kannst nicht rückgängig machen, denn geschehen ist geschehen. Das müssen die Personen auch selber, wenn sie es wollen. Richtig, genau. Das können sie dann wieder selber. Aber es geht darum bei NLP, dass die ganze die negative Energie, sagen wir mal, den ganzen Frust, die ganzen Vorwürfe, x irgendwas, dass die wie neutralisiert werden. Führt dann auch dazu, dass ich der anderen Person wieder in die Augen sehen kann, mit ihr auch wieder Kontakt aufnehmen kann. Denn durch das, dass die negative Gefühle, der ganze Frust weg ist, komme ich auch wieder anders rüber. A, fühle ich mich nur schon mal persönlich selber besser, gesundheitlich. Und das geht dann auch weiter wieder die andere Person. Wenn ich dir gesagt habe, die ganzen Schwingungen, die kriegt die andere Person auch mit. Es normalisiert sich dann wieder. So ist das gemeint, ja. Das sind natürlich wichtige Faktoren, die ich als Werkzeug zur Verfügung habe, um einzuwirken und Hilfestellung zu geben. Du hast uns so eine kleine Präsentation mitgebracht, wo so ungefähr das mal auf den Punkt gebracht wird. Wir werden auch danach noch ein paar Beispiele bringen und kommen noch mal auf dein anderes Programm. Okay. Dann zeigen wir das mal den Zuschauern. Der Mensch ist das Produkt seines Denkens. Erfahren Sie das Geheimnis dahinter in diesem kurzen Video. Der englische Schriftsteller James Allen sagte bereits, wie der Mensch denkt, so ist der Mensch. Sind Sie mit den Ergebnissen und Resultaten in Ihrem Leben nicht zufrieden, dann wird es Zeit, Ihr Denken und Ihr Verhalten neu zu überdenken und sich neue Denkmuster und Gewohnheiten anzulegen. Erfahren Sie mehr im Verlauf dieses Videos. Gedanken sind Energie und unser gesamtes Universum ist ein Energiefeld. Das, woran wir denken und unsere Aufmerksamkeit richten, ziehen wir in unser Leben. Lustlosigkeit oder Freude. Lernen Sie, bewusst zu denken und fangen Sie an, Ihre Gedanken zu kontrollieren. Dies bedeutet, denken Sie an Krankheit und Unfälle, werden Sie krank werden und Unfälle haben. Dies bedeutet aber auch, denken Sie an Glück und Gesundheit, so werden Sie dies haben. Sie bestimmen, wie Ihr Leben für Sie aussehen soll. Lernen Sie sich auf das zu konzentrieren, was Sie haben wollen, so oder so. Werden Sie vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Lernen Sie im persönlichen Coaching Ihre Gedanken und Gefühle besser zu verstehen. Lernen Sie die inneren Blockaden zu erkennen und zu verstehen, wie Sie diese durchbrechen und Ihr Potenzial besser nutzen zu können. Jeder Mensch hat ganz bestimmte Fähigkeiten und Talente, die teils tief verborgen in uns schlummern. Lernen Sie diese, Ihre Stärken zu kennen und zu verstehen. Denn wenn Sie lernen, bewusster zu denken, dann werden Sie auch ein bewussteres und erfüllteres Leben führen können. Sie sind der Regisseur Ihres eigenen Lebens und führen Regie.
warum Sie sich jetzt für Ihr persönliches Coaching anmelden sollten. Antwort. Weil Sie es sich wert sind. Ich freue mich auf Sie. www.fritzdominikbulli.com. Don't worry und frag Fritz Dominik Bulli. Sehr gut auf den Punkt gebracht, das Ganze. Nicht traurig sein, Fritz Dominik Buri fragen. Genau, das ist mein Slogan. Ja. Du, ist ein toller Slogan vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich denke 10 Jahre zurück, das hat es noch niemand gegeben, wenn jemand das gehört hat, gesagt, so ein Quatsch. Ja. Und heute, wir gehen aber weiter, wir wissen, wie die Dinge funktionieren und wir wissen, dass unser Geist die Materie beherrscht. Jetzt ist es ja für mich eine ganz tolle Geschichte. Ich kriege immer alle Wünsche erfüllt vom Universum. Ich habe mir gewünscht, jemand, der kommt, der den Leuten zeigt, wie sie denken sollen, dass sie aus ihrer schlechten Laune, aus ihrem Frust, aus ihren Ängsten, und da sind wir beim anderen Thema. Der Frust ist ja das eine, mich aufzuregen über alles Mögliche, aber es gibt ja auch ein ganz anderes Thema, was wahnsinnig viele Menschen hinunterdrückt, und zwar das Thema Angst. Vor allem und jenem hat man irgendwo Angst. Das beginnt Existenzangst, oh, wenn ich meinen Job verliere, oh, wenn dies, wenn das, wenn mich mein Mann verlässt, wenn das und jenes passiert. Dann wird ständig darum gedacht, was haben wir vorher gelesen, das, was du denkst, da ist die Aufmerksamkeit. Correct. Und das ziehst du in dein Leben. Dann geht es weiter über Selbstversagen, mangelndes Selbstvertrauen, Persönlichkeitsprobleme, dann das Versagen vielleicht bei der Erziehung der Kinder, das Versagen im Beruf. Also immer mehr, immer größer wird der Haufen von Ängsten, die ich da vor mir herschiebe. Hat der Fritz Dominik Buri da auch eine Lösung? Das hätte er, ja. Und zwar schaue ich das mit den Leuten an, wie ich dir vorhin gesagt habe, jeder hat seine eigene Geschichte und ich arbeite mit verschiedenen Techniken und Methoden. Und du hast richtig gesagt, unsere Ängste, die wir haben. Entscheidend ist, dass wir uns erstmal bewusst werden, Ängste, das ist ja ein Gefühl. Genauso wie Freude, wie Liebe und so weiter und so fort, sind das alles Gefühle. Und diese Gefühle, die können wir ja auch selber steuern. Und da zeige ich auch wieder den Leuten auf, wie sie das Bewusstsein besser haben, wie wir es im Film gesehen haben, werde ich erst mal bewusster in meinem Leben, führe ich auch ein zufriedener und selbstbestimmteres Leben. Und um das geht es mir in meinen Coachings, in dem geht es mir bei allem, bei dem geht es mir auch bei mir selbst, bewusster zu werden, wahrzunehmen. Da sind wir auch an so einem Punkt. Die meisten Menschen kennen das Gefühl gar nicht, bewusst zu sein. Weil wir ja in einer Zeit leben, wo wir durch äußere Einflüsse, durch mannigfaltige Manipulationen um uns herum, wo ich langlaufe, kreischt mich irgendwas an, ich bin nur behämmert den ganzen Tag. Jetzt heißt es ja erstmal, den Weg zu finden, die Distanz einzunehmen zu allem, was von außen kommt. Ich sage immer, in meinem Leben lasse ich alles an mich heran. Aber entscheiden, was ich hineinlasse, tue ausschließlich ich. Und das geht mit Gedanken so, das geht mit Überzeugungen, das geht mit Produkten, das geht mit Getränken, mit Nahrung. Alles das darf gern kommen bis hierher. Und dann sage ich, ob es für mich was ist oder nicht. Richtig. Aber das musste ich auch lernen. Das geht nicht von heute auf morgen, das einfach für dich zu entscheiden. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo ich sage, wie lange muss ich denn rechnen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich melde mich morgen unter der Internetadresse oder, oh, haben wir vergessen heute, gibt es eine Telefonnummer für unsere Zuschauer, die jetzt kein Internet haben, wo sie mit dir in Kontakt treten können? Jetzt sagen wir erstmal, liebe Zuschauer, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit Fritz Dominik Buri und kein Internet haben, dann holen Sie sich jetzt Papier und Bleistift. Gleich sagen wir die Telefonnummer, wie Sie direkt mit ihm Kontakt aufnehmen können. Dass wir hingehen und wie viel Zeit muss ich rechnen? Wenn ich jetzt sage, Mensch, alles läuft schief, ständig habe ich Theater mit meinem Arbeitsplatz und meine Freundin hat sich jetzt auch von mir verabschiedet oder mein Freund, weil sie sagt, Mensch, du bist so ein Ego. Oder also gerade das Vollprogramm aufs Mal, gell? Ja, richtig. Nein, was ich ja habe, das sehen die Zuschauer auch. Ich habe ja speziell dafür die Sendung, für die Zuschauer, habe ich ein sogenanntes Sonderangebot. Das ist ein Coaching. Das beinhaltet vier... Keine Preise sagen, gell? Ich nenne keine Preise, das weiss ich. Beinhaltet ein persönliches Coaching, dann plus 3 individuelle Coachings.
Grössenordnung plus minus etwa eine Stunde. Das ist mal für einen Anfang. Vielfach sind da, dass ich da den Leuten Impulse geben kann. Und wie ich arbeite mit Telefon und mit Skype. Skype hat ja heutzutage jeder, also die meisten, sagen wir mal so. Das heißt, ich kann dich auch, du bist ja in der Schweiz ansässig, über ganz normal das Schweizer Festnetz anrufen und kann auch das übers Telefon machen, dieses Coaching. Aber ich kann auch zu dir kommen oder wie machst du es? Machst du auch Veranstaltungen irgendwo? Es sind geplant, die sogenannte im Herbst, ich hab's geplant, die sogenannte Schluss mit Frust-Vortragsreihe, wo ich dann ganz einfach den Leuten, den Zuschauern an dem Abend, das werden dann Abendveranstaltungen sein, wo ich den Leuten einfach mal ganz elementare Dinge natürlich mit auf den Weg gebe. Und natürlich bei den individuellen, bei den persönlichen Coachings, da gehe ich natürlich dann wirklich auf die Person selbst ein. Ja gut, man kann nicht bei einer Veranstaltung, wo mehrere Leute da sind, jedem einzelnen sein Problem besprechen. Das wäre vielleicht nicht so gut. Und da haben die Leute auch gewisse Hemmungen, dann sich wirklich rauszulassen. Da ist im Zwiegespräch schon besser. Richtig. Also ab Herbst gibt es dann diese Infoveranstaltungen. Ich hoffe früher, weil, wie gesagt, es wäre gar nicht schlecht, am Abend so Veranstaltungen, wir haben ja hier Räumlichkeiten in Luzern oder in der Ostschweiz, im Schloss Wartensee, wo man dann hinkommen kann, kann sagen, bevor ich jetzt da was buche, vielleicht ist es gar nichts für mich, gehe ich erst mal zu dem Infoabend und höre mir mal an, um welche Thematiken es da geht, um dann zu sagen, Mensch, perfekt, ich möchte mal zu Ihnen ins Coaching kommen. Aber wir schauen mal auf die Webseite, und zwar unter der Website von Dominik Buri. Wenn Sie da etwas nach unten gehen, dann haben wir hier den Webshop. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Und da sehen Sie es dann auch. Dann, genau. Hier, liebe Zuschauer, sehen Sie die Bücher, die wir auch hier vorne haben. Da unten haben wir noch eine Serie, kommen wir gleich dazu, auch die Audiodateien. Und hier unter dem Bereich Coaching, dort finden Sie auch das Sonderangebot, was jetzt zur Sendung der Fritz Dominik Buri bereitgestellt hat. Dort gehen Sie drauf. Ich klicke da jetzt nicht drauf, weil dann würden Sie Preise sehen und dann kommt die Wettbewerbskommission und schimpft mit mir, weil wir keine Verkaufssendung sind, sondern eine Informationssendung. Aber für alle die Telefonnummer wollen, wo können Sie dich erreichen? Am besten ist natürlich das Mobil, das Handy. Und das ist für Zuschauer, ich habe auch sehr viele Zuschauer, Leser, Kunden aus Deutschland und Österreich, nicht nur in der Schweiz. Deshalb biete ich auch das Coaching in Deutschland und Österreich an. Das ist 0041 für die Schweiz, 79 341 83 31. Ich wiederhole nochmal. 0041 79 341 83 31. So, perfekt. Tun wir natürlich auch noch zum Beitrag veröffentlichen, das heißt unter unserem YouTube-Beitrag auf dem YouTube-Portal. Und ich habe gerade von der Regie, die sind richtig fix, die Jungs. Sie haben es auf der Bauchbinde, deine Telefonnummer jetzt auch nochmal eingeblendet. Die werden wir gleich sehen. Und dann kann ich dich anrufen, telefonisch Termine ausmachen, Telefoncoachings ausmachen. Wir haben gehört, Skype ist auch möglich. Dann ist es natürlich wesentlich kostengünstiger, gerade aus Deutschland oder Österreich. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also im Prinzip, wenn die Leute beim Webshop auf Coaching klicken, dann sehen sie, da haben sie im Prinzip die gesamten Informationen haben sie schon. Für die halt Internetzugang haben. Richtig, die gerade Internetzugang haben, können das gerade machen, haben auch, wie das alles funktioniert. Jetzt hast du uns noch eine zweite Buch- und Audioreihe mitgebracht, die hier davor steht. Heißt? Das heißt, ich denke mich schön und zufrieden. Oh, haben wir ja die nächste Herausforderung. Also ich habe ein Buch vor kurzem in der Hand gehabt, das heißt, wir denken uns krank. Ja, das ist korrekt. Da weiß ich auch zu dem eben wegen positiv denken, wo ich dir eben auch schon erzählt habe, das Beispiel, wo mich mal ein Herr angerufen hat und der hat dann gesagt, ja, grüezi Herr Buri, den Namen weiß ich nicht mehr, bei mir funktioniert es nicht. Und dann sage ich, ja, grüß Gott, Herr, sowieso. Ja, was funktioniert denn nicht? Ja, das Positivdenken. Dann sage ich, aha, ja, was erzählen Sie ein bisschen mehr darüber?
Dann meint er, ja, er würde jetzt das schon seit einem halben Jahr würde das machen. Er sagt sich immer, ich bin zufrieden und glücklich. Dann sage ich, gut. Und das machen sie weiter. Dann war ein Moment lang ruhig auf meine Frage hin. Ja, und sonst, was machen sie weiter? Es war ruhig gewesen. Nach etwa einer halben Minute frage ich, sind sie noch da? Und dann sagt er, ja, sicher. Und dann habe ich gesagt, ja. Und sie sagen sich, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Und was kommt dann noch? Dann sagt er, da kommt nichts mehr. Dann habe ich gesagt, gut. Ich will jetzt Ihnen mal ein Beispiel geben. Sie sind ja bestimmt auch schon in die Ferien geflogen. Sagt er, ja, selbstverständlich. Sie sind mit dem Flugzeug schon geflogen. Gut. Nehmen wir an, Sie sitzen da in Ihrem Sitz im Flugzeug drin, sind angeschnallt. Und Sie wissen ja kaum, haben Sie abgehebt, sind Sie in der Luft nach dem Start, kommt die Durchsage vom Kapitän. Sehr geehrte Flugbeste, mein Name ist Captain Sowieso. Ich begrüße Sie auf dem Flug XX sowieso nach bla bla bla. Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Die gleiche Ansage und der Flugkapitän würde sagen, liebe Gäste, recht herzlich willkommen in unserem Flug. Unsere Tanks sind voll mit Kerosin. Wir fliegen jetzt ein bisschen, wir gurken hier ein bisschen in der Luft rum. Wir wissen zwar noch nicht, wohin wir kommen. Wenn dann uns mal der Sprit ausgeht, werden wir uns überlegen, wo wir landen können. Also alles kein Problem. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich überraschen. Und dann meint er, was soll denn das? Und da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist genau bei Ihnen ist dasselbe. Ihr Autopilot da oben. Wenn Sie mir sagen, es funktioniert nicht, wenn Sie sich nur sagen, ja, ich will glücklich und zufrieden sein, was heisst das für Sie? Wenn Sie irgendwie eine harmonische Beziehung, wenn Sie einen besseren Job, wenn Sie eine andere Wohnung, wenn Sie ein anderes Auto, x irgendwas. Verstehen Sie, das Universum oder die Materie, es kann zu Ihnen nicht kommen, was Sie gerne hätten, wenn Sie es nicht genau definieren. Und das ist das Problem bei den meisten Leuten. Sie sagen, ja, ich hätte gerne so schwammige Vorstellungen, aber es funktioniert nicht. Ich habe bei mir, also mache ich immer wieder die Erfahrung, und auch aus Coachings, von persönlichen Coachings von meinen Kunden kenne ich das, wenn du eine Sache nicht ganz klar festhältst, am besten schriftlich aufschreibst, wie, was und wo, dann kriegst du es auch nicht. Eben, das ist, wie gesagt, der Autopilot. Der immer wieder einspringt und mich immer wieder auf die alte kleine genau. Spur holt. Ja. Immer wieder. Richtig. Da geht es ja darum, diese gesamten Gedankenstrukturen zu erkennen. Richtig. Und es geht darum, dann mit der Hilfe des Coaches und mit seiner Erfahrung sich wie in eine neue Richtung zu bewegen. Korrekt. Und es gibt kein Allheilmittel, sage ich immer. Richtig. Weil die Problematiken sind genauso individuell wie die Wege, die aus dem Dilemma rausführen. Korrekt. Und da muss man halt sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich sage den Menschen auch auf der anderen Seite, schaut, wie viel Zeit habt ihr euch genommen zum Autofahren lernen? Wie viel Zeit habt ihr euch genommen, um einen Beruf zu erlernen? Richtig. Da brauchen manche 3 Jahre oder 5 Jahre sogar dazu. Wie lange braucht ein Mediziner zum Studieren, bis er ein guter Mediziner ist? 4, 5 Jahre. Also Sie sehen, es geht nichts von heute auf nachher. Und alles in unserer Welt ist ein Prozessing. Nur in der Technik gibt es Ein- und Ausschalter. In der Natur, da haben Sie schon mal gesehen, dass bis gestern Herbst waren, ab heute Winter. Wird es auch nicht geben. Die Temperatur geht langsam runter, bis es irgendwann dann schneit. Und so ist es im Leben auch. Lassen Sie sich Zeit und vor allen Dingen gehen Sie Schritt für Schritt. Erinnern Sie sich, wo Sie laufen gelernt haben? Konnten Sie auch nicht gleich losrennen, mussten Sie erst mal probieren. Und Treppe war auch so ein Problem, bis man das gekannt hat. Und so ist es mit den Fähigkeiten unserer geistigen Kapazitäten auch. Lassen Sie es zu, dass Sie dort die Dinge lernen, die wir in den letzten 100 Jahren leider nicht gelernt haben, denn es trägt bei zu Ihrer persönlichen Freiheit. Korrekt. Und was ich immer sage, Norbert, ist, Leute, ich bin euer Co-Pilot. Der Co-Pilot, das heisst, ich sitze nebendran, ich begleite euch im Coaching, den Steuerknüppel habt ihr in der Hand, wenn es Abweichungen gibt, korrigiere ich das auch. Weil ich sage immer, Leute, ich coach euch, ich zeige euch wie. Nur etwas kann ich für euch nicht machen. Ich kann für euch nicht denken und ich kann für euch nicht fühlen. Ich kann euch sagen, wie ihr es richtig machen könnt, sollt, müsst, um das Gewünschte zu erreichen. Nur denken und fühlen kann ich für euch nicht. Also das heißt Anleitung, oder ich sage immer Fahrlehrer, ist das so ein gutes Beispiel? Genau.
der Schüler muss selber fahren und nur wenn er einen Mist baut oder in dem Moment, wo er es will, greift der Fahrlehrer ein und sagt, nee, weiter links fahren, sonst fahren wir da auf das Auto. Genau, so in etwa in dem Stil, genau, richtig. Mhm. Und wenn du jetzt so an deine Klienten zurückdenkst, wie sind denn ihre Reaktionen nach welcher Zeit Coaching? Nach welcher Zeit Coaching? Das ist natürlich, wenn jemand natürlich ganz neu ist, sagen wir es mal so. Erfahrungsgemäß braucht es 3-4 Stunden Coachings und die macht man eigentlich auch sehr zeitintensiv, also das heisst zeitnah. Heute telefonieren wir und da gibt es natürlich auch immer Arbeiten. Ich tue dann das, wir sind aber permanent in Kontakt mit meinen Kunden, zum Beispiel per Mail oder wenn sie eine Frage haben, dann beantworte ich ihnen die und dann nach einer Woche. Ich mache aber auch Coachings, die gehen zum Teil 2-3 Monate, je nachdem, was im Moment gerade ist. Wenn das Thema umfassender ist. Richtig, genau. Weil ich habe schon für Firmen habe ich schon Coachings gemacht, so Abendseminare habe ich das schon gemacht, weil ich habe viele, das sind Unternehmer, Selbstständige, gut, Privatpersonen auch. Einfach jeder, der weiß, hey, ich muss was verändern, ich will was verändern, aber ich schaffe es allein nicht. Also quasi wie der Fahrschüler mit dem Fahrlehrer. Und bei mir selbst ist ja das auch. Auch ich gehe immer wieder zu anderen Coaches in Coachings. Mhm. Ich gehe jedes Jahr an Seminare. Und zwar ganz einfach als Seminar aus dem Grund, weil ich bilde mich auch permanent weiter. Ich bleibe dran. Ich schaue auch zum Beispiel andere Coaches, wie machen sie die? Und es gibt auch bei mir Sachen, wo ich dann eben auch durch andere Coaches, weil jeder, es gibt ja so einen schönen Spruch, jeder erfolgreiche Sportler hat seinen persönlichen Coach oder jeder erfolgreiche Unternehmer oder ist ja irgendwas. Klar. Ja. Weil es sind ja alles, gerade im Sport, ja, gibt es ja viele Dinge, die man aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit erfährt, wie man es besser oder idealer machen kann. Und warum soll ich den jungen Sportler jetzt 2 Jahre lang arbeiten lassen, bevor er es selber erkennt, wenn ich ihm gleich von Anfang an sagen kann, du, mach das nicht so, habe ich auch 2 Jahre so gemacht, bis ich gemerkt habe, so ist es viel besser. Richtig. Und dazu ist ja auch ein Coach da, um zu begleiten. Das heißt, wenn ich die Grundcoachings abgeschlossen habe, sag ich mal 3-4 Mal bei dir war und es taucht danach wieder was auf, kann ich wieder auf dich zurückgreifen und sagen, du, jetzt habe ich es immer so gemacht, aber jetzt ist die Situation aufgetreten, da fühle ich mich ein bisschen hilflos. Sicher. Wie sollte ich da reagieren? Richtig. Oder wie würde der Coach da reagieren? Dann schauen wir auf, warum hat sich da was verändert oder wie sind die Situationen, was hast du anders gemacht, weil es gibt ja immer einen Grund. Mhm. Du kennst ja das wie mit den Zufällen, es gibt ja keine Zufälle. Eben, Aktion gleich Reaktion. Oder? Das heißt, tue ich was, fällt mir auch was zu. Genau. Genau, das ist richtig. Und dann jede Handlung löst ja auch was aus. Und da schaue ich dann auch, okay, was ist es denn? Und ich habe zum Beispiel ein ganz spezielles, das ist noch das eine Coaching, das ist das Live-Coaching. Das ist dann aber ein Coaching, das umfasst dann 24 Module. Das ist ein spezielles Coaching. Und zwar werden da alle Hauptbereiche abgeklärt, wie Familie, Beziehungen, Beruf, Finanzen. Dann weiter sind es auch das Geistige, die Gesundheit, die 6 Hauptbereiche, die jeder Mensch in seinem Leben hat, egal Schweiz, Deutschland, wo immer er wohnt, das trifft ja für jeden Mensch zu. Und da habe ich noch ein ganz spezielles Coaching, da wird in jedem Hauptbereich wird das nochmal aufgesplittet in 4 Unterbereiche. Und das ist dann schon wirklich sehr, also, sehr, sehr tief. Wenn Leute erkennen, ja, irgendwie sind wir jetzt 30 Jahre auf der falschen Spur gefahren. Wir wollen komplett unser Leben ändern. Wir haben erkannt, rein Profit machen macht keinen Sinn. Mhm. Auch immer im Supermarkt billig einkaufen macht auch keinen Sinn, wenn es unsere Nahrungsmittel betrifft. Mhm. Das heißt, alle diese Dinge, die unser menschliches Leben betreffen, das sind die beruflichen Sachen, das sind die privaten Sachen, das sind irgendwelche Verflechtungen, die wir haben, das sind Partnerschaftsproblematiken, alles das kann man im Coaching klären. Richtig. Es gibt ja, weißt du, Norbert, es gibt ja, ich habe das auch Leute, die sind zum Beispiel finanziell geht es ihnen top, aber dafür beziehungsmäßig. Da haben sie einfach, da haben sie wieder Programme am Laufen beziehungsmäßig. Dann schaut man einfach den Bereich an oder beziehungsmäßig, also mit Partnerschaften oder auch mit der Familie, mit den Freunden.
dann schaut man einfach diese Bereiche an. Verstehst du? Ich meine, die Dinge, die gut sind, was sollst du da ändern? Verändere das, was veränderungsmäßig bedürftig ist. Wir rasen auf unser Sendungsende zu. Ganz herzlichen Dank, Fritz Dominik Buri. Tolle Vorstellung. Bin froh, dass es sowas gibt. Und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich bin ich auch froh, dass ich Ihnen immer wieder Menschen präsentieren kann, die tolle Dinge machen und die sich einsetzen für andere Menschen, um denen neue Wege aufzuzeigen. Ich danke, dass Sie heute Abend bei uns waren. Vielen Dank. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.